Naughty Dog. Wer hätte gedacht, dass das jemals eine Sünde sein wird? The Last of Us 2 wird Ihnen präsentiert von Taylor Guitars. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Bisher bei The Last of Us. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Eigentlich nicht. Eigentlich habt ihr nur die Fireflies gesucht, wegen ihrer Immunität. Etwas, das in dieser Story irrelevant sein wird. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Das weißt du nicht. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, aber keine Garantie. Wir wissen ja heute selbst, dank Corona, wie langwierig es ist, Impfstoffe herzustellen. Hier wird nochmal gezeigt, wie sich der Arzt mit einem Skalpell in Joels Weg stellte, worauf Joel ihn tötete. Der Auslöser für diesen Plot. Damit hat das Spiel schon mal darauf hingewiesen, wessen Tod mit Joels Tod gerecht werden soll. Dennoch hat man zunächst ein Riesengeheimnis draus gemacht. Bevor ich hier weitermache und jemand meint, ich sei dem Spiel gegenüber nicht fair, weil es ja nicht so schlecht ist, ich beziehe mich hier auf die Story. Die technische Umsetzung des Spiels, das Environmental Design, das Acting, auch einfach alles Visuelle und mehr sind absolut beeindruckend. Deswegen ziehe ich jetzt ganze 5 Punkte ab. So. Neil Druckmann, der Hauptverantwortliche für dieses Game, will scheinbar ein neuer David Cage sein. Aber das will keiner. Quicktime-Gitarre spielen. Außerdem, dies ist nicht der Joel, den wir kennen. Er wirkt in dieser Fortsetzung ziemlich weichgespült, so wie unsere Gesellschaft heute. Auch Ellie ist nicht mehr dieselbe wie im ersten Teil. Die junge Ellie war mutig, rebellisch, auf einzigartige Weise schräg, sarkastisch, liebenswert und direkt. Die erwachsene Ellie ist dann nur noch eingeschnappt, aufdringlich, zornig und lesbisch. Was mir persönlich egal ist und auch keine signifikante Bedeutung hätte, wenn man ihre persönlichen Eigenschaften nicht einfach komplett ausgetauscht hätte. Hey. Morgen. Glenn verarme. Außerdem, dieser Charakter namens Jesse hat auch nur 3 Charaktereigenschaften. Eifersüchtig, besorgt und asiatisch. In Ellies Badezimmer gibt es keinen Klopapierhalter. Stattdessen hängt dort ein Schlauch neben der Toilette. So ungefähr muss es wohl sein, wenn es wegen einer Pandemie kein Klopapier mehr gibt. Funktionierende Spiegel gab es zwar schon im ersten Teil, aber in der Postapokalypse haben diese nicht mehr funktioniert. Dank PS4 ist dies nun möglich. Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Seth nannte Dina etwas nicht so Nettes, nicht Ellie. Aber warum fragst du? Du warst doch dabei. Auch wenn wir diese Szene erst gegen Ende des Spiels zu sehen bekommen, wir kennen sie schon, weil sie in einem Trailer gezeigt wurde. Spiel macht dir auf tierfreundlich und lässt dich einen Hund streicheln, auch wenn wir später Hunde töten müssen. Und das, obwohl Naughty Dog eins versprochen haben, dass man keine Hunde in diesem Spiel töten muss. Dieses Game will ein Segen für die LGBT-Community sein, scheißt aber auf die Agenda der PETA. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Oh, aus demselben Grund habe ich aufgehört, großen Influencern auf Twitter zu folgen. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Ich versuche mich zu entschuldigen. Du wirst dazu gezwungen, dich zu entschuldigen, weil du der zornige weiße Mann bist, der die sexuelle Präferenz einer Frau verurteilt hat. Auch wenn dies hier zurecht geschieht, denkt mal darüber nach, welche Message hier gesendet werden will. Das ist Dina. Ellies Freundin und Jessys Ex-Freundin. Dinas Charaktereigenschaften sind bisexuell und Ellie als emotionales Sprungbrett benutzen. Das Wurfwaffentutorial besteht aus einer Schneeballschlacht gegen Kinder. Denk mal darüber nach, welche Message hier gesendet werden will. Okay, ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Ich erkläre der Patrouille ihre Aufgaben, als würden sie diese nicht kennen. Weil die Spieler die Aufgaben nicht kennen, also erkläre ich es nochmal. Außerdem, warum patrouilliert man hier überhaupt, wenn alle Menschen in Jackson sicher hinter einer großen Mauer leben, die Infizierte niemals erklimmen können? Das ist Abby. Sie ist die Antagonistin. Also, wenn man sie so nennen kann. Also, Antagonistin. Ihre Charaktereigenschaften sind rachsüchtig, vorsichtig, unvorsichtig und Beefcake. Das passt zwar alles nicht zusammen, war Druckmann aber egal. Außerdem, sie wird von den Fans gehasst, weil sie Joel tötet und leider auch, weil sie den Eindruck erweckte, dass sie Transgender ist, was sie nicht ist. Obwohl Transgender später auch noch ein Thema sein wird. Was eine noch viel größere Sünde ist, man hat eine lesbische Protagonistin, eine überdurchschnittlich muskulöse Frau und eine Transgender-Person für diese Story erschaffen, aber sich nicht die Mühe gemacht, darauf einzugehen, wie es ist, in dieser Welt so zu sein, obwohl man genügend Zeit dafür hat. Man hat diese Figuren eingebaut, damit sie drin sind, aber ihrer Sexualität keinerlei Bedeutung gegeben. Sollte die LGBT-Community darüber nicht eher angepisst als erfreut sein? Man hat euch im Grunde nur halbherzig abgespeist, was in diesem Fall ziemlich heuchlerisch ist. Ich hole jetzt sogar noch weiter aus, weil ich weiß, dass Leute jetzt in den Kommentaren darüber streiten werden, ob Abby nun Transgender ist oder nicht. Abby ist eine Gewichtheberin. Das ist alles. Ich frage mich aber trotzdem, warum genau ihr Charakter so sein muss und wie sie ihre Körpermasse aufrechterhalten kann, wenn die Nahrung hier knapp ist. Vielleicht um damit bewusst zu provozieren, weil in unserer Gesellschaft Schönheitsideale durch so ziemlich alle Medien verkauft werden. Wobei ein durchtrainierter Körper und muskulöse Menschen ja auch für einige als Schönheitsideal betrachtet werden. Damit ist mein größter Kritikpunkt an Abbys Erscheinung eher die Tatsache, dass ich nicht erkenne,
erkennen lässt, warum sie so ist, wie sie ist und das Spiel sich nicht mal die Zeit nimmt, darauf einzugehen. Und alleine dadurch entstehen bei vielen Spielern völlig eigene Sichtweisen und Interpretationen, über die man sich im Nachhinein auch nicht beklagen sollte, wenn man als Autor oder Entwickler zu lazy ist, dem Ganzen eine Exposition zu verschaffen. Das macht ihr doch andauernd. Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Komm, das musst du dir ansehen, Klischee. Wir spielen jetzt übrigens mit Abby. Durch sie erleben die Spieler das Navigations- und Kampftutorial. Wir lernen dadurch auch, dass das Game- und Gunplay dieses Spiels das exakt gleiche ist wie schon im Vorgänger von 2013. Was ist das? Du kriegst das hin. Dieser Typ ist übrigens Owen. Er ist Abbys Ex-Freund. Er weiß, dass Abby unter Höhenangst leidet, lässt sie aber trotzdem diesen gefährlichen Pfad gehen. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Rachsucht macht auf unrealistische Weise scheinbar ziemlich optimistisch. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Das frage ich mich auch gerade. Ihr seid hergekommen, um Joel zu töten, ohne dafür einen Plan zu haben? Euer Ziel erreicht ihr tatsächlich nur durch einen sehr günstigen Zufall. Alles schwanger. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Dann hättest du deine schwangere Freundin gar nicht erst mitnehmen sollen. Leck mich. Abby ist es scheißegal und macht es alleine mit nur einer Pistole und sehr wenig Munition, weil der Plot sie begünstigen wird. Oh shit. Dies ist das Toteste, sich durch einen engen Gang zwängen wegen Loading-Gate-Klischee, was ich je gesehen habe. Diese Fortsetzung lässt sich sogar auf das Niveau herab, uns mit Jumpscares zu erschrecken. Das und wie man überraschend einer Zwischensequenz angegriffen wird. Aber das kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Die Nahkämpfe in diesem Spiel bestehen aus Quicktime-Events, bei denen man nichts anderes tun muss, außer die Quadrat-Taste zu spammen und bei Bedarf mit L1 auszuweichen. Der Typ, der für gewöhnlich irgendwo rumläuft, um Kletterkanten weiß anzustreichen, hat für dieses Game scheinbar kein Budget für Farbe bekommen. Stattdessen hat man ihn gegen Kabel und andere Objekte im traditionellen Naughty Dog-Gelb ersetzt, damit die Spieler wissen, wo sie lang müssen. Es gibt übrigens auch wieder diesen Wallhack-Röntgenblick, der nicht verhindert, dass man in Zwischensequenzen überraschend angegriffen wird. Dieses Spiel hat sich eindeutig von Red Dead Redemption 2 inspirieren lassen, da es viele Gemeinsamkeiten hat. Hier die erste, bei einem langgezogenen Anfang auf Pferden durch verschneite Berge reiten. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht, es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Wir erfahren jetzt, dass Ellie bereits eine Freundin in Jackson hatte, aber am Anfang in der Stadt tat Jessie so, als wäre ihre sexuelle Präferenz dort etwas völlig Neues. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Die Stadt sieht man auch sehr gut ohne ein Fernglas. Im letzten Spiel waren die Sammelobjekte Comichefte. In diesem sind es Pokémon-Karten, auf denen Druckmann und Co. sich Cameos geben. Auch zu sammeln, gefühlt hunderte von Briefen, die zur Story nichts beitragen. Sie beschreiben größtenteils Schicksale von Menschen, die wir niemals treffen werden. Soll zum Worldbuilding beitragen, ist aber mehr, als wenn man Tweets von Leuten liest, die man nicht kennt und einen sonst auch nicht interessieren. In nur ganz seltenen Fällen geben sie uns einen Hinweis, aber der besteht auch meist nur aus Zahlenkombinationen für Saves. Das kommt dann aber auch so häufig vor, dass es schon wieder unrealistisch wirkt. Außerdem, lesen. Ganz ehrlich, lieber Entwickler, wenn ich lesen will, dann nehme ich mir ein Buch. In diesem Regal stehen Stiefel, die in 25 Jahren schon längst jemand mitgenommen haben sollte. Sie sollten jetzt sehr wertvoll sein. Die Krankheit, trotz Lauschfähigkeit überraschend in Zwischensequenzen angegriffen zu werden, scheint eine Nebenwirkung der Infektion zu sein, weil wirklich jeder in diesem Spiel überraschend in Zwischensequenzen angegriffen wird. Es wird so inflationär benutzt, dass ich nicht mal Lust habe, jedes Mal darauf hinzuweisen oder gar die Konfettikanone zu benutzen. Da drin sind Sporen. Masken auf. Obwohl Ellie immun gegen die Sporen und die damit verbundene Infektion ist, trägt sie stets eine Maske, auch wenn sie diese nicht braucht. Wir erfahren später, dass Joel ihr das beigebracht hat, um so ihre Immunität geheim zu halten. Was seltsam ist, da sie bis vor kurzem noch glaubte, ihre Immunität sei bedeutungslos, was sie übrigens in dieser Story auch ist. Aber dazu später mehr. Außerdem, derselbe Fehler wie im Vorgänger. Sporen kontaminieren auch Haare und Kleidung. Eine Maske alleine bietet keinen ausreichenden Schutz. Die freischaltbaren Skill-Linien sind hier übrigens auch dieselben wie im Vorgänger. Sie sind hier zwar deutlich erweitert, machen aber tatsächlich keinen signifikanten Unterschied. Außer, dass man mehr Pillen finden muss, um diese zu leveln, was wiederum dazu führt, dass man ein Spiel in die Länge zieht, das ohnehin schon viel zu lang gezogen ist. Einstürzende Gebäudeteile haben immer das beste Timing und Charakter wird von Trümmerteilen immer nur an den Boden genagelt, anstatt Verletzt-Klischee. Einige Türen sind blockiert, andere verschlossen. Du kannst sie nicht öffnen. Selbst wenn du ein Brecheisen dabei hast, wird eine verschlossene Tür immer verschlossen bleiben. Es sei denn, das Spiel will, dass du eine blockierte oder verschlossene Tür öffnen kannst. Hier. Danke.
Ellie weiß übrigens nicht, wie man rudimentäre Dinge wie beispielsweise einen Molotow herstellt. Sie muss immer erst etwas bekommen, bevor sie es craften kann. Übrigens, was hier Medkit, Englisch für Erste-Hilfe-Kasten, genannt wird, ist tatsächlich nichts weiter als eine Bandage, die man auch Bandage hätte nennen können. Man bandagiert hier auch immer nur den Unterarm. Über der Kleidung. Dina, wo bist du? Man verliert Dina kurz im Schneesturm, um sie einen Moment später wiederzufinden, damit sie uns den Weg zeigt. Das ist mit Abstand das unauffälligste, raffinierteste, einfallsreichste und erfrischendste Loading Gate, das ich je in einem Spiel gesehen habe. Definitiv Eugene Sutter. Er war ein Firefly? Als ob du es nicht sofort an der Marke hättest erkennen können. Joel hat diese Dinger ständig eingesammelt. Die zweite Gemeinsamkeit, die dieses Spiel mit Red Dead Redemption 2 hat. Ellie führt ein Tagebuch, in welchem sie auch Dinge zeichnet. An Werkbänken kann man Waffen nicht nur verbessern, sondern auch Waffenteile aus dem Hut zaubern. Eugene hat in seinem Keller heimlich Gras angebaut. Ich frage mich, ob Gras auch 25 Jahre nach dem Zerfall der menschlichen Zivilisation noch immer illegal ist. Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandy's Cooch. Sind das Pornos? Wenn ihr da noch weiter sucht, findet ihr bestimmt auch noch Ariel die Nicht-Mehr-Jungfrau, Aladdin und die wunde Schlampe, Harry Potter. Wenn schon Leute in eurem Game Gras rauchen, dann zeigt doch wenigstens auch, wie es wirkt, da es hier keine Wirkung zu haben scheint. Von 1 bis 10. 5. Vielleicht auch eine 6? Also wenn du wissen willst, welche Note ich diesem Spiel gebe. Für mich war es eine 6. Ja, ich finde 6 passt. Wisst ihr was? Mir gleich, ob Ellie lesbisch ist. Abgesehen davon, dass ihre Persönlichkeit hier darauf runtergekocht wurde. Ich habe absolut kein Problem mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Hier wird dem Ganzen aber nicht die Bedeutung gegeben, die es verdient hat. Für mich wirkt es wie draufgeschmiert, nur um es irgendwem recht machen zu wollen. Um beiläufig zu sein, wird es bedeutend dargestellt, um bedeutend zu sein, wird es zu wenig thematisiert. Das will ich hier nur bemerken, aber nicht bewerten. Deswegen gibt es hier weder einen Punkt noch einen Abzug. Weil diese Spieltoleranz nur heuchelt, sehen wir jetzt keine Sexszene mit Dina und Ellie. Stattdessen switcht man zu Abby, die wir später in einer Sexszene sehen müssen, obwohl das keiner will. Also heterosexuellen Sex zeigen, aber gleichgeschlechtlichen Sex nicht? Das wäre so gesehen wirklich ziemlich heuchlerisch. Nun muss Abby vor einer großen Horde Infizierter flüchten. Ich frage mich, wie 25 Jahre nach dem Ausbruch der Infektion überhaupt noch so viele am Leben sind. Es sind ja keine untoten Zombies, sondern nur Menschen, die sich in Berserker verwandelt haben. Sie sollten schon längst verhungert oder erfroren sein, auch wenn sie sich an dem Wild in den Bergen laben. Sie sollten alleine wegen der Zeit und den Temperaturen schon längst nicht mehr existieren. Joel ex machina. Außerdem, Tommy und Joel retten Abby hier das Leben und dennoch wird sie Joel im richtigen Moment töten, obwohl sie jetzt mit ihm quitt sein sollte. Der Moment, in dem du feststellst, dass der kurze Abschnitt mit Abby nur dazu diente, den Sex von Dina und Ellie zu überspringen. Außerdem, auch Lesben ziehen nach dem Sex immer sofort ihre Unterwäsche wieder an, so wie alle normalen Menschen. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und au! Hör der Kuh. Dina glaubt Ellies Geschichte nicht, was jetzt nicht überrascht, da ihre Immunität in diesem Game sowieso keine Rolle spielen wird. Sie hätte Dina aber auch die Geschichte erzählen können, die sie Joel im ersten Teil erzählt hat. Ihr wisst schon, wie das geschah und wie ihre Freundin dadurch starb. Das hätte wahrscheinlich eine tiefere emotionale Reaktion hervorgerufen, aber das wollte man hier nicht. Die Charaktere in diesem Teil haben nicht die Tiefe, so tief zu sein. Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Fällt euch auf, wie ihr ihre Frage nicht beantwortet? Er weiß nicht mal was von einem Schneesturm, obwohl draußen ein Schneesturm tobt. Auch sonst ist die Story dieses Games wahnsinnig gut darin, Leute aus dem Nichts erscheinen zu lassen. Der Plot teleportiert beliebig Charakter hin und her, wann immer Neil Druckmann es beliebt. Egal, ob das Sinn macht oder nicht. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Ellie wird gerade ultra besorgt darüber, dass man von Joel nichts mehr gehört hat. Das ist sogenanntes Foreshadowing. Ansonsten gäbe es keinen Grund, um Joel besorgt zu sein. Er ist ein taffer Mann, den man nicht so schnell kleinkriegt. Es sei denn, Joel ist nicht mehr der Joel aus dem ersten Teil. Dann ist ihre Sorge berechtigt. Da wir gerade davon sprechen, gehen wir nochmal Joels Charaktereigenschaften durch. Im ersten Teil, geplagt vom Tod seiner Tochter Sarah, macht alles, was getan werden muss, um zu überleben, war selbst schon ein böser Junge, traut keinem und erkennt schnell Gefahr, besonders Gefahr durch andere Menschen, fühlt sich verantwortlich für die Menschen, die ihm was bedeuten, ist misstrauisch und unverwüstlich. Nun seine Charaktereigenschaften in diesem Game. Blauäugig, verweichlicht, bedauernswert und auch sonst das komplette Gegenteil, was ihn einst ausgemacht hat. Bei ihm läuten nicht mal die Alarmglocken, wenn er auf eine größere Gruppe Fremder trifft, die mit Militärfahrzeugen und Ausrüstung hier sind, ohne den Grund für ihre Anwesenheit zu kennen.
Außerdem, wie sind diese Leute überhaupt mit einem Fahrzeug den langen Weg hierher gekommen? Alle Straßen in diesem Spiel sind kaputt oder blockiert. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Seht ihr, Tommy lädt diese Fremden sogar in ihre geschützte Stadt ein, um Vorräte aufzufüllen. Wie naiv wurden die Brüder hier gemacht? Mal so rein hypothetisch. Was wäre, wenn Abby hier nicht auf Tommy und Joel, sondern auf eine random Patrouille aus Jackson getroffen wäre? Was hätten sie gemacht? Nach Joel gefragt? Sich nach Jackson einladen lassen? Gefoltert? Getötet? Ganz bestimmt, wenn man vorher genau zugehört hat, was Abby sagte. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Ein letztes Mal wird Joel überraschend in einer Zwischensequenz angegriffen. Joel Miller. Abby kennt Joels Nachnamen woher? Nicht mal ich kannte den. Er wurde nie erwähnt. Nicht mal im ersten Teil. Scheinbar hat Druckmann sich den ausgedacht, weil es dadurch glaubhafter gemacht wird, dass Abby einen ganz bestimmten Joel sucht. Auch wenn niemand seinen Nachnamen kennen sollte. Alleine schon, weil kein Charakter in dieser Reihe, weder im ersten noch im zweiten Game, einen Nachnamen hat. Wer bist du? Rate mal. Ja, rate mal. Oh Mann. Der einzige Grund, weshalb Abby hier nicht sagt, warum sie Joel tötet, ist die Tatsache, dass dies viel zu viel über den Plot verraten würde. Jetzt sein Bein ab. Na los! Man hat die schwangere Mel trotz des Risikos auf diese Mission mitgenommen, damit sie jetzt Joels Bein abbindet und Abby ihn länger foltern kann? Drei Leute suchen die gesamte Umgebung nach Joel und Tommy ab. Natürlich ist Ellie diejenige, die sie findet, wegen Plot. Ellie richtet hier nichts aus, weil sie ihr Überraschungsmoment nicht nutzt. Das sind -1 Intelligenz für ihre Charaktereigenschaften. Das hier ist übrigens das Gegenteil von einem Deus Ex Machina-Moment, in welchem jemand plötzlich die Bedrohung sofort und aus dem Nichts auslöscht, um den Helden zu retten. Abby tötet Joel aus Rache vor Ellies Augen. Damit kommt ein doppelter Racheplot ins Rollen, der uns am Ende sagen will, dass Rache schlecht ist. Ich meine, Menschen sterben. Auch gute Menschen, in guten Geschichten. Aber leider auch in Geschichten, die einst gut angefangen haben und dann schlecht weitererzählt wurden. Ihr kennt sie alle. Game of Thrones, Star Wars und so weiter. Aber das hier ist Käse. Diese Story fühlt sich an wie schlechte Fanfiction, die von jemandem geschrieben wurde, der den ersten Teil gehasst hat. Außerdem Racheplot, weil doppelt. Etwas, das in der Unterhaltungsindustrie so unglaublich inflationär angewandt wird, weil solche Handlungen leicht zu verfolgen und für jeden leicht zu verstehen sind. Es ist ein Mainstream-Klischee, welches ich nicht mehr sehen kann. Man hätte etwas Tieferes von diesem Game erwarten können. Warum hat man überhaupt etwas so Ausgelutschtes wie Rache hier thematisiert, wenn es im ersten Teil um etwas wesentlich Interessanteres geht? Verlust. Verlustängste, die Akzeptanz von Verlust und wie man damit umgeht, wenn sich die Dinge nicht mehr ändern lassen. Hier geht es plötzlich in eine völlig andere Richtung. Verlust wird nicht länger akzeptiert. Man wird gezwungen, rechtschaffen zu sein, nur um am Ende zu sagen, was für ein Blödsinn das ist. Abby tötet Joel mit einem Fünfereisen. Ein Golfer sagte mir, dass das Blödsinn ist. Man kann mit einem Fünfereisen keinen Schädel einschlagen. Man sagte mir, für sowas nimmt man einen Wedge. An diesem Punkt muss man diesen Typen sagen, dass sie Ellie und Tommy jetzt auch besser umbringen sollen. Damit würde man zumindest die Folgen verhindern. Aber Druckmann hat sich entschieden, diese beiden Protagonisten so langsam und leidvoll zu zerstören, wie man es sich nie hätte vorstellen können. Zorn führt übrigens zu einem vorübergehenden Hörsturz, damit man ein wichtiges Gespräch nicht mit anhören kann. Obwohl Dina und Jesse zwei völlig unterschiedliche Richtungen absuchen, sind beide irgendwie und ohne Erklärung jetzt hier gelandet, um Ellie und Tommy zu finden. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Gegen wen wehrlos? Eure einzige Bedrohung sind Infizierte und die können nicht über hohe Mauern klettern. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Ziemlich praktisch, dass Joels Killer Aufnäher auf ihrer Kleidung haben, die ihre Identitäten verraten und sich dadurch zurückverfolgen lassen. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Nix scheiß Tommy. Er hatte einen Grund, dies zu tun, wie du gleich erfahren wirst. Ellie bekommt erneut -1 Intelligenz in ihren Charakterbogen, weil sie Menschen beurteilt, ohne sich vorher die Mühe zu machen, besagte Menschen zu verstehen. Ein Problem, mit dem ich selbst schon seit Jahren konfrontiert bin. Auf dieser Tafel stehen die Öffnungszeiten des Friedhofs. Da steht auch, dass der Friedhof Sonntag geschlossen ist. Welcher gute Christ schließt einen Friedhof an einem Sonntag? Das ist der Tag, an dem die meisten Menschen Friedhöfe besuchen, weil sie Zeit haben. Joels Haus ist direkt gegenüber des Friedhofs, wegen praktisch. Außerdem, die Bewohner von Jackson haben Blumen vor Joels Haus niedergelegt. Woher bekommen die frische Blumen zu dieser Jahreszeit? Hey, das ist die Jacke, die Joel trug, als er ermordet wurde. Irgendjemand muss sie ihm ausgezogen, gewaschen und hier aufgehängt haben. Alle Texaner mögen Cowboyhüte. Und Pferde. Und Rodeo. Und Gitarrenmusik. Und Tierfiguren. Und texanische Landembleme. Auch in der Fortsetzung bleibt Joels kaputte Uhr das Memento toter Familienmitglieder. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du begleitest sie?
Ja. Eigentlich schade, dass man sich so entschieden hat. Ellie und Tommy gemeinsam auf dieser Reise der Rache wäre interessanter gewesen als dieses Teenager-Drama, das wir stattdessen zu sehen bekommen. Tut mir eingefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Maria setzt das Leben dieser beiden jungen Frauen aufs Spiel, um ihren Mann Tommy zu retten, anstatt selber zu gehen. Das würde eher ihrem Charakter entsprechen. Und wäre ebenfalls eine interessantere Geschichte als die, die wir stattdessen zu sehen bekommen. Außerdem, Maria schickt Ellie und Dina los, um Tommy zurückzuholen, obwohl sie ganz genau weiß, dass dies nicht passieren wird. Sie sollte eigentlich schlau genug sein, um zu wissen, dass Ellie und Tommy ihren Rachefeldzug gegebenenfalls auch gemeinsam durchziehen werden, anstatt den Heimweg anzutreten. Wird wohl auch der Grund sein, warum wir Maria in dieser Story kein weiteres Mal zu sehen bekommen, da sie Ellie sonst die Hölle heiß machen müsste. Scheinbar wollten die Autoren dieser Geschichte darauf verzichten, dass eine weise und erfahrene Frau eine wesentlich jüngere Frau eine Lektion für naives Verhalten erteilt. Kann mir auch gut vorstellen, warum man das nicht wollte. Chefautorin Hallie Grove wollte scheinbar verhindern, dass Drugman daran erinnert wird, dass Amy Henning mal bei Naughty Dog gearbeitet hat. Plötzlich scheint es Sommer zu sein, obwohl eben noch Winter war. Ellie und Dina haben scheinbar sehr lange gebraucht, um von Jackson, Wyoming nach Seattle, Washington zu reiten, obwohl man zu Fuß nicht ganz 2 Wochen für diese Strecke braucht. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Da man dieses Spiel scheinbar auch für Spieler geschrieben hat, die den ersten Teil nicht kennen, erleben wir durch Dinas Fragen eine Zusammenfassung davon. Das ist scheinbar Dinas einziger Job hier, wenn sie Ellie eine begrenzte Zeit lang begleitet. Exposition liefern, bis alles durch ist und sie dann nutzlos rumliegen kann. WLF. Eindringlinge werden sofort getötet. Sehr freundlich. Aber zumindest sind wir hier richtig. Wo sind denn alle? Gute Frage. Seattle ist eine unbewachte Festung, obwohl sie die Heimat der WLF ist, die, wie wir später sehen werden, ziemlich groß ist. Man findet eine Touristenkarte von Seattle und kann mit Hilfe dieser einen größeren und weitläufigen Bereich nach eigenem Belieben erkunden und looten. Eigentlich eine sehr coole Idee für ein Nicht-Open-World-Spiel, alleine weil es dadurch sehr viel zu entdecken gibt. Leider hat man es bei diesem einen Abschnitt belassen. Die Idee, eine Pumpgun in einer Bank zu platzieren, mit der Backstory, dass diese Typen die Bank am Tag des Outbreaks überfallen wollen, ist sehr originell. Jedoch bezweifle ich, dass eine 25 Jahre alte Pumpgun einwandfrei funktioniert, ohne sie vorher gereinigt zu haben, und dennoch tut sie es. Uff, ihr geht. Kein guter Tag für euch, was, Jungs? Was ist denn? Verbrannte Skelette. Wenn es im Inneren dieses Panzers wirklich gebrannt hat, sollte es diese Schrotmunition nicht überstanden haben. Aber das hat sie. Auf dieser Pokémon-Karte beschreibt Drugman sich selbst als neutralen Schurken mit 100 Intelligenz. Das erste kaufe ich ihm ab, auch wenn es ein sehr passiv-aggressives Statement an die Fans ist. Das zweite jedoch nicht so sehr. Die Beschreibung von das Wort auf dieser Sammelkarte ist auch ein sehr passiv-aggressives Statement, welches deutlich darauf hinweist, dass die Autoren dieser Story bereits im Vorfeld mit einem Shitstorm gerechnet haben. In dieser Szene spielt und singt Ellie Take on Me von Aha. Ein zeitloser Hit aus meiner Kindheit. Leider kann ich es hier nicht hörbar zeigen, da ich sonst einen Copyright-Claim riskieren würde. Ja, so schlimm ist es mittlerweile geworden. Dennoch muss ich hier für diesen Song und die Performance von Ashley Johnson ein paar Punkte abziehen. Ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? Siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Noch einmal -1 Intelligenz für Ellie, weil sie ein Gerichtsgebäude nicht erkennt, obwohl das Wort Gerichtsgebäude groß und deutlich lesbar dran steht. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Du bist irgendwie zu jung, um eine Synagoge oder sonstige Glaubensstätten besucht zu haben. Vor 25 Jahren fand die Gesellschaft ihr Ende und du bist höchstens 20. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das und die Inquisition und den Holocaust? Nun können wir auch Religion und Geschichte auf der Liste gesellschaftspolitischer Themen setzen, die dieses Spiel akribisch abarbeiten will. Der Code für den Safe im Gerichtsgebäude steht auf einem Dokument. Für den Fall, dass einige Spieler diese Tafel nicht sehen. Oder umgekehrt. Zur Abwechslung mal wieder was Positives. Nicht nur, dass dieses Spiel unglaublich viele Einstellungen hat, die es den Spielern ermöglichen, ihr Spiel nach ihren Bedürfnissen anzupassen, es hat sogar einen Modus für Menschen mit starken Sehschwächen. Mir war nicht bewusst, dass solche Menschen Videospiele spielen, aber ich finde es großartig, wie man es ihnen hiermit ermöglicht. Hier ziehe ich 3 Punkte für eine Innovation ab, die ich noch nie in einem Videospiel gesehen habe. Haha, 3 Punkte. Noch nie gesehen. Hey. Die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber das Pacing in diesem Game wird tatsächlich noch viel langsamer. Irrt sich, dass Ellie es jetzt schon beklagt. Derselbe Fehler wie im ersten Teil. Benzin sollte nach vielen Jahren nicht mehr funktionieren. Siehst du das? Man infiziert das gerade über den Zaun. Vielleicht war es auch der mysteriöse Kantenmaler? Obwohl diese Klopapierrolle ziemlich aufgebraucht ist, sieht man deutlich, dass sie falsch herum aufgehängt wurde und ich hasse sowas. Das war Tommy. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Derselbe Fehler wie im ersten Teil. Das funktioniert nur, wenn sich die Befragten in verschiedenen Räumen befinden.
Was die Frage aufwirft, wie ist Tom hierher gelangt? Der einzige Weg führte durch ein Tor, welches nur geöffnet werden kann, wenn man Benzin für den Generator und einen Code für das Tor hat. Tom hatte beides offensichtlich nicht und ist trotzdem hier gewesen. Keine Ahnung wie, vielleicht ist er aber auch geflogen. Alle überleben dies. Man muss dem Spiel hier aber auch dankbar sein. Ich bin schon fast eingeschlafen. Gewalt gegen Tiere. Ich habe euch doch gesagt, die kommen hier ganz schlecht weg. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich habe gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Eindringlinge töten. Oh, Moment, Moment, das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist dein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Irgendeins dieser Arschlöcher verhindert immer, dass Ellie getötet wird und handelt damit deutlich gegen seine eigenen Interessen. Wegen Plot. Einfach. Dina ex machina. Totgeglaubte, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen, um die Hauptcharaktere zu retten, sind genauso ausgelutscht und klischeehaft wie Schurken, welche die Helden am Leben lassen, nur damit diese entkommen können. War eine ziemlich blöde Idee von Dina, über dieses Oberlicht zu gehen. Außerdem, Dina erleidet hierdurch keine ernsthafte Verletzung. Erst wollte der Typ sie nicht töten, weil er wissen will, wie viele von ihnen noch hier sind, und jetzt versucht er, Dina zu erwürgen, damit Ellie sich unbemerkt befreien kann. Auf der einen Seite versuchen die Autoren, diese Antagonisten aber auch wieder als normale Menschen darzustellen, die nur dann töten, wenn sie es müssen. So richtig durchblicken kann man hier aber auch nicht, weil man so ziemlich jede Figur dieser Story jenseits jeder Logik immer genau das machen lässt, was für den Plot am günstigsten ist. Ich frage mich übrigens, was all diese WLF-Typen in so hoher Zahl an so einem random Ort verloren haben. Gerade weil sie eine riesige Heimatbasis haben, die wir später noch sehen werden. Das hier wirkt etwas wie ein Außenposten, aber dieser Ort scheint keinen strategischen Zweck zu erfüllen und ist, wie wir gesehen haben, sogar leicht zu infiltrieren. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. In jedem Naughty Dog-Spiel beenden Charaktere gegenseitig ihre Sätze, weil so normale Menschen reden. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Ellie wäre gut bei Gamesünden. Warum genau sind diese WLF-Typen eigentlich so aggressiv, wenn sie laut der Autoren doch auch nur normale Überlebende sind, wie uns später gezeigt wird? Die folgenden 40 Minuten, nachdem man aus der Schule geflüchtet ist, verbringt man mit ziellosem durch die Gegend laufen, hin und wieder in Gebäuden looten, gelegentlich eine Gruppe Feinde, die sich in den Weg gestellt haben, ausschalten. Das passiert einfach so oft in diesem Game, dass es irgendwann langweilig wird. Es passiert ewig nichts und dann boom, passiert was, damit zack, wieder eine Weile nichts passiert. Das Spiel zieht sich damit so sehr unnötig in die Länge, dass man sich selbst immer wieder dabei erwischt, wie man im Grunde stets dasselbe macht. Über viele Stunden hinweg. Und weil das nicht reicht und der Spielfluss noch langsamer werden muss, haben die Entwickler alle 2 Meter Sprengfallen in den Weg gelegt, damit wir nicht so schnell an das eine von vielen Zielen gelangen. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermint. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Nein, war er nicht. Er hatte dort einen Freund, mit dem er in einer homosexuellen Beziehung lebte. Wir mussten Bill sogar helfen, ihn zu finden. Leider zu spät. Und dann waren da ja noch diese Magazine. Homosexualität kam tatsächlich schon im Hauptspiel des ersten Teils vor, wenn auch etwas subtil. Der Fanboy-Vorwurf, Leute, die diesen zweiten Teil nicht mögen, seien homophob, sollte damit auch widerlegt sein. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Jetzt finden wir Tommys verendetes Pferd. Keine Ahnung, wie er es mit dem Pferd und anschließend ohne hier durchkam, da hier alles noch vermint ist. Wenn Ellie und Dina am TV-Sender ankommen, sind alle WLF-Leute dort bereits von den bislang unbekannten Scars getötet worden. Sogar ihre Zielperson. Wenn Ellie die Polaroids der 8X Fireflies findet, sollte jedem klar sein, dass wir hier ein verstecktes Nemesis-System im Spiel haben. 6, hier ist 2, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet Scheiße. Einheit India. Ja, over. Wir sollten hier weg. Praktisch getimter Funkspruch ist praktisch getimt. Ein Grund, warum sich das Spiel so hinzieht, ist dieselbe Sünde wie in Days Gone. Wann immer man ein Zielgebiet abgeschlossen hat und man sich nur noch verdünnisieren muss, stellt sich einem eine Gruppe Feinde in den Weg. In der U-Bahn haben wir die Option, die Klicker gegen die WLF einzusetzen. Und plötzlich treffen diese Arschlöcher nichts mehr und rennen nur noch planlos hin und her. Ich hab dich! Fuck! Ausgebildete Milizsoldaten versagen immer noch im Kampf gegen Infizierte, während ein Teenager mit begrenzter Munition kein Problem damit hat. Shambler? Woher kommen jetzt wieder Shambler? Von den Entwicklern. Sie sind quasi die Bloater aus dem ersten Teil, nur geringfügig fortgeschrittener. So wie das Gameplay hier. Hey. Wir könnten uns im Theater da ausruhen. Ja, das Theater direkt gegenüber der U-Bahn-Station voller Infizierter, die hinter euch hier sind, wäre ein guter Platz zum Ausruhen. Ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ach komm. Dina erinnert mich gerade an diese naiven Menschen im Internet. Diejenigen, denen du eine Tatsache unterbreiten kannst und sie dir nicht glauben werden, obwohl eine Tatsache unumstößlich ist. Deswegen ist es ja eine Tatsache. Aber manche Leute glauben nur an ihre eigenen Wahrheit und du kannst ihnen erzählen, was du willst. Sie werden es immer anders sehen. Ist wie gegen eine Wand reden. Ich
Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Das hat sie dir alle schon erzählt, ist dir aber egal. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Was? Außerdem dieser Themenwechsel. Ich sagte ja bereits, dass Ellies Immunität in dieser Geschichte keine wirkliche Rolle spielt, aber dass Dina es so ignorieren muss? Keine Sorge, es ist nicht deins. Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Das ist ziemlich unsensibel von Ellie. Aber man wollte sie in diesem Spiel ja eh so blöd wie möglich darstellen. Also was soll's. Der Strom sollte hier auch nicht mehr funktionieren. Das Kabel ist so gut wie durchgeschmort und der Verteilerkasten qualmt direkt nach dem Einschalten. Ellie braucht eigentlich keinen Strom für das Funkgerät. Sie braucht nicht mal das Funkgerät. Sie braucht nur einen Grund, um dagegen zu schlagen, damit sie einen Schlüssel findet. Dieses Spiel lebt von seiner unendlichen Plot-Convenience. Ich wage zu bezweifeln, dass eine Punkband in solch einem Theater spielen würde. Jetzt spielen wir einen Ellie-Flashback aus einer Zeit, in der Joel noch gelebt hat und uns daran erinnern möchte, dass der erste Teil um Längen besser war. Sei vorsichtig. Alles gut. Ellie kann jetzt übrigens schwimmen. Etwas, das sie im ersten Teil noch nicht konnte und Joel ihr beigebracht zu haben scheint, weil sie es in diesem Spiel können muss. Außerdem, obwohl Ellie von Joel hier ins Wasser geworfen wird, funktioniert ihr Sony Walkman kurze Zeit später einwandfrei. Ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Frauen lieben Schuhe-Klischee, auch wenn man in dieser Welt kaum noch neue bekommen sollte. Was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Es ist eine Besucherbroschüre. Dieses Museum gibt es übrigens wirklich. In der Realität heißt es allerdings anders. Es wurde ziemlich gut nachgestellt, hat aber keine Raumfahrtausstellung. Das Wyoming Dinosaur Center wollte scheinbar keine Werbung in diesem Spiel. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja. Zumindest hießen die so in diesem Film damals. Oh, jemand hat Jurassic Park gesehen. Die Facial Capture Technologie ist mittlerweile sehr beeindruckend. Leider ist dieses Game nicht das erste, in welchem man in den Spiegel starren und Grimassen schneiden kann. Da war Hideo Kojima etwas schneller. Diese Szene kann man durchaus als schön bezeichnen, aber wir haben sowas in der Art bereits in Left Behind gesehen. Joel hilft Ellie in den nicht erkundeten Teil des Museums, ohne ihr folgen zu können. Das ist eine Möglichkeit, Charaktere voneinander zu trennen. Das ist der klassische Schreck durch Tier-Jumpscare, bei dem normalerweise immer eine Katze genommen wird. Irgendwer ist wahnsinnig geworden und hat all die Wände mit grässlichen Botschaften beschmiert. Ellie wird durch diese Wandbemalung getriggert, der Wahrheit über die Geschehnisse in Salt Lake nachzugehen. Das ist übrigens alles, worauf ihre Flashbacks mit Joel abzielen. Ihr Verlangen nach Wahrheit zu füttern, um daraus einen Konflikt zu schaffen. Hier Standort 13, Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ, kein Star. Männliche Eindringling. Bewaffnet. Männliche Eindringling? Tommy, wo ist die 14? Wenn das die 7 ist. Und hier drüben die 12. Dann müsste es irgendwo hier sein. Logisch. Scheinbar ist die gemeinsame Charakterentwicklung mit Dina, die ohnehin kaum eine Arc hatte, vorbei. Weil Ellie jetzt alleine loszieht, um das Pacing um rund 10% zu beschleunigen. Die WLF benutzen für ihre Propagandaflyer übrigens die gleiche Schriftart wie der Titel dieser Spielereihe. Vorhin im Theater haben Dina und Ellie einen Funkspruch der WLF abgefangen, in dem gesagt wird, dass in dieser Gegend ein männlicher Eindringling gesichtet wurde. Obwohl Ellie sich zu Fuß dorthin begeben hat, trifft sie zur gleichen Zeit an wie die WLF und das obwohl die Fahrzeuge haben. Außerdem, die WLF schicken mehrere Einheiten wegen nur einer Person, damit man Ellie mehr Gegner in den Weg stellen und das Spiel dadurch in die Länge ziehen kann. Noch viel lächerlicher wird es, wenn man der WLF begegnet. Anstatt das Areal wirklich abzusuchen, laufen diese Typen nur festgelegte Pfade hin und her. Manche stehen auch nur rum und bewegen sich nur gelegentlich ein wenig, als würden sie etwas bewachen, anstatt wirklich nach jemandem zu suchen. Dieser Bogen funktioniert. Sogar die Bogensehne ist noch intakt, obwohl er viele Jahre am Rücken eines Infizierten geklebt hat. Was ein Penner. Anstatt zu sagen, hey, psst, Ellie, muss er sie packen und ihr den Mund zuhalten. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Filmen ich dieses Klischee gesehen habe. Spiel will, dass wir glauben, Ellie würde hier Tommy begegnen und zögert sogar den Moment so weit wie möglich heraus, um dann zu offenbaren, dass es nicht Tommy ist. Außerdem, ich kenne diese Szene aus einem Trailer von 2019. Da war Joel an Jessys Stelle. Man hat uns hier angelogen. Ihr glaubt mir nicht? Seht selbst. Was zur Hölle machst du hier? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? What the hell are you doing here?
You think I'd let you do this on your own? Scheiße, das sind echt viele. Ich sagte doch, die schicken eine ganze Kompanie wegen einem Mann. Wenn man bedenkt, dass die WLF sich gerade in der Mobilmachung für eine groß angelegte Offensive gegen die Skars befindet, frage ich mich, warum sie überhaupt so viel Personal entsenden können, um einen einzigen Mann zu finden, der nicht mal zu den Skars gehört. Wir erfahren später sogar, dass es sehr viele Überlebende gibt, die auf dem Weg zur WLF-Basis sind, um sich der WLF anzuschließen. Also was soll dieser Blödsinn? Außerdem Glenn, Jesse ist den weiten Weg nach Seattle gereist, um Ellie und Dina zu finden. Ganz egal, wie gering die Chance ist, sie tatsächlich zu finden. Das Fahrzeug, welches eben noch ohne Probleme funktionierte, springt im wichtigen Moment nicht sofort an Klischee. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Jetzt können wir noch drittes Rad am Wagen zu Ellies Charaktereigenschaften hinzufügen. In diesem Flashback bekommt Ellie ein Sniper-Tutorial, auch wenn man in diesem Game eher selten zum Snipen kommt. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Damit will das Spiel sagen, dass es diesen Schwachsinn auch nicht erklären kann. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine... Er hat es schon verdient. Diese passiv-aggressive Anspielung der Autoren bezüglich Joels Schicksal. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Helly Gross, Co-Schreiberin und narrative Leiterin dieses Games, Joel einfach nicht mochte und er deswegen sterben musste. Weil man immer wieder darauf hinweist und auch so ziemlich jeder männliche Charakter in diesem Spiel entweder stirbt oder verkrüppelt endet. Denkt man darüber nach, welche Message hier gesendet werden will. Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. Joel hat scheinbar noch immer nicht gemerkt, dass Ellie auf Frauen steht. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Joel hat einen validen Punkt. Es könnte von der Wahrheit mal abgesehen tatsächlich Immune geben, die ihre Immunität verbergen. Ellie kann nicht die Einzige sein, wird sie aber nicht davon abhalten, es herauszufinden. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? An diesem Punkt wäre es sogar einfacher für Joel, wenn er ihr einfach die Wahrheit sagen würde. Ellie würde es durchaus verstehen, wenn er jetzt sagen würde, du hättest keine Chance gehabt, die Fireflies was zu fragen, weil sie bereits dabei waren, dich zu töten. Wegen der sehr geringen Chance auf ein Heilmittel. Und noch sowas wie, das medizinische Personal war sowieso nicht besonders kompetent, da man nicht in der Lage war, eine Biopsie an dir vorzunehmen. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Ich glaube, hier sprechen die Autoren durch Joel und wollen uns sagen, dass sie einen Scheiß darauf geben, wie du die bisherige Handlung findest. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Übrigens, der einzige Grund, warum Ellie und Dina die Namen von Abby und ihren Leuten kennen, ist, weil diese Klappspaten ihre Namen auf die Polaroids geschrieben haben. Was? Nichts. Klassiker bei Frauen. Frag sie, was los ist, und sie werden dir stets nichts antworten, obwohl eindeutig was los ist. Ich weiß bis heute nicht, warum sie das tun. Falls Frauen hier sind, erwarte ich eine Erklärung in den Kommentaren. Diese Typen sind gut im Hardcore-Schleichen trainiert, weil sie in dieser Wohnung sind und man sie wirklich nicht kommen hört. Außerdem, hier sterben ein paar WLF-Deserteure, weil sie zu dämlich sind, Ellie einfach anzusprechen. Sie haben eigentlich gar keinen Grund, sie anzugreifen. Du bist hier und das Krankenhaus ist hier. Abkürzung durch den Park. Durch den Park ist nicht wirklich eine Abkürzung, eher ein Umweg. Wenn man sich diesen Wegweiser anschaut, geht Ellie sogar in die falsche Richtung. Jetzt bekommen wir es erstmalig mit den Skars zu tun. Eine weitere feindselige Fraktion in diesem Game. Sie sind diese stereotypischen, verrückten Kultanhänger, die es in jeder postapokalyptischen Geschichte geben muss. Sie existieren eigentlich nur, damit die WLF jemanden zum Bekämpfen hat und Abby später einen Ellie-unabhängigen Plot bekommt. Kein Mucks von dir. Hände hoch. Diese PlayStation Vita ist übrigens das vierte Product Placement in diesem Game und das dritte von Sony.
Plötzlich habe ich Metal Gear Solid Flashbacks. Du erkennst mich. Was willst du? Ach, ich wollte nur mal Hallo sagen und fragen, wo die Frau ist, die meine Vaterfigur brutal ermordet hat. Wo ist Abby? Fällt euch auf, dass sie immer nur nach Abby fragt, aber nie, warum diese Leute Joel umgelegt haben? Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen? Viele. Weil das normal ist in solchen Videospielen. Wollt ihr jetzt wirklich auf die moralischen Bedenken bei sowas hinweisen? Dann müsste als nächstes jemand auch Nathan Drake und Lara Croft und viele andere Videospielehelden töten, weil sie töten? Ich muss gerade an diese Szene in Austin Powers denken, wo ein Handlanger von Dr. Evil stirbt und man dann seine Familie oder Freunde sieht, die den Tod der geliebten Person mitgeteilt bekommen und darüber sehr traurig und bestürzt sind. Ich meine, really Naughty Dog? Ihr macht ein Spiel mit einem nachvollziehbaren Verlangen nach Rache, in welchem man viele Menschen umbringen muss, oftmals auch nur, weil sie einen angreifen? Und nun wollt ihr uns sagen, dass das alles schlecht und falsch ist? Wie oft werde ich in diesem Spiel von WLF-Typen angegriffen, obwohl sie eigentlich keinen Grund haben, einen anzugreifen? Wer bitte ist hier der Aggressor? Fällt euch eigentlich auf, wie lange ich hier gezögert habe, Nora totzuschlagen? Weil ich hier nicht mal eine Wahl habe, ihr drückt dem Spieler eure Entscheidung auf, um dann zu sagen, man wäre der Böse. Wow. Ihr macht mit diesem Game sogar einen Haufen Asche und lässt euch dann noch durch die Presse und auf Social Media feiern, weil ihr die moralischen Gewinner seid. Ohne Witz, 10 Punkte, weil dieser Scheiß funktioniert. Nach dem Krankenhaus teleportiert Ellie zurück zum Theater, weil man den Weg nicht zurückgehen kann. Also man kann ihn wirklich nicht zurückgehen. Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Wann hat Nora dir das gesagt? Sie hat dir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass sie ihre Freunde nicht verrät. Und wie soll das auch gehen, wenn du ihre Kauleiste zertrümmert hast? Wenn Dina Ellies Wunden versorgt, fehlt die Wunde an der Schulter, wo sie zuvor von einem Pfeil des Gas getroffen wurde. Im dritten Ellie-Flashback kehrt sie nach Salt Lake zurück, um die Wahrheit herauszufinden und erfährt diese durch ein Diktiergerät der ultimativen Exposition. Ein Diktiergerät, welches damals niemand mitnahm und dessen Batterien sogar nach Jahren noch funktionieren. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. War das jetzt wirklich so schwer? Ellie macht daraus eine größere Nummer, als es eigentlich ist. Sie sollte verstehen, warum Joel es getan hat. Der Aufbau dieses Backstage-Bereiches lässt darauf schließen, dass wir später einen Endkampf hier haben werden. Überraschung! Ich hatte recht. Das Aquarium, das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Woher weiß er das? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Ellie scheint sich ernsthaft bei Drugman angesteckt zu haben, weil auch sie jetzt lügt, was die Story angeht. Was sind das alles für Poster? Ein Haufen Comics. Moment, was ist hier passiert? Irgendeiner der Entwickler muss vergessen haben, die Poster aufzuhängen, von denen hier gerade gesprochen wird, weil ich hier keine sehe. Hydranten sind übrigens auch mit Naughty Dog gelb angestrichen, damit die Spieler den Weg finden, obwohl Hydranten für gewöhnlich rot angestrichen sind. Ein gelbes Auto steht dann meistens auch nicht weit entfernt. Oh Mann, ich glaube, die haben den Kantenmaler hier auch umgelegt. Du siehst gut aus und so, aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Rassismus. Hierdurch kommen wir zum Yachthafen. Nein, wir nehmen das Boot. Du hast sie doch gehört, sie reden über Tommy. Das wissen wir nicht. Wer soll es sonst sein? Wenn er es ist, dann kommen wir ohnehin zu spät. Er ist unterwegs zu Abby, also müssen wir einfach... Wenn er in Gefahr ist? Er kann schon auf sich aufpassen. Was ist das denn für eine Logik? Nochmal -1 Intelligenz in Ellies Charakterbogen. Oh, ich verstehe. Ellie und Jesse müssen sich hier uneinig sein, damit wir mit Ellie alleine weitermachen können. Ach, so ist das also. Charaktere grundlos trennen, damit sie später wieder grundlos zusammenfinden, Klischee. Mit diesem Boot kann man über Stacheldraht fahren, ohne dass der Rotor des Außenbordmotors davon kaputt geht. Ernsthaft jetzt? Wenn man mit dem Boot unterwegs ist, geht zwischendurch der Motor aus und man muss ihn manuell neu starten. Das ist eines dieser kreativen und unsichtbaren Loading Gates, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Was das angeht, haben sich die Entwickler wirklich was einfallen lassen. Ein zweites Mal den Motor wegen einem Loading Gate ausfallen zu lassen, geht bei mir allerdings nicht durch. Sorry. So viel zu der Lüge, man müsse in diesem Spiel keine Hunde töten. Hier werden wir in einer Quicktime-Sequenz sogar dazu gezwungen. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, Ellie so dumm und böse wie möglich aussehen zu lassen, um Abby später als die Gute strahlen zu lassen. Von dieser Insel kommt nie jemand zurück. Wie oft hat Abby für dich ihr Leben riskiert? Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Dann lass es! In dieser Szene ist Owen angepisst, weil seine hochschwangere Freundin Mel, die er übrigens mit Abby betrügt, ihn nicht auf einer gefährlichen Mission begleiten will. Du...
Komm her. Beweg deinen Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Ellie, so funktioniert das nicht. Erst recht nicht, wenn du es ihnen vorher sagst. Erneut -1 Intelligenz für die weibliche Protagonistin, die wir einst geliebt haben. Genau genommen hätte Ellie die beiden nicht töten müssen. Sie hat es nicht mal vor, sie will nur Abby. Aber dann funkt der dumme Owen dazwischen, was unweigerlich dazu führt, dass nun auch ganz unschuldiges Blut fließen muss. Wir werden diese Leute später noch etwas genauer kennenlernen und sollen sogar Sympathie für sie entwickeln. Aber ich kann euch versichern, dass ich keinem dieser Typen etwas abgewinnen kann. Alles, was ihnen passiert, haben sie sich selbst und äußerst dämlicher Charakterentwicklung zu verdanken, welche Ellie hier zum Buhmann machen soll. Ich habe hier kein Mitleid mit denen. Die Geschichte dann später aus ihrer Sicht zu erleben, wird es auch nicht ändern. Im Gegenteil. Hey. Und plötzlich erscheint Tommy wie aus dem Nichts und mit perfektem Timing auf der Bildfläche. Der Plot teleportiert Charaktere, wann immer er sie braucht. Und jetzt auch noch Jesse. Versucht euch mal vorzustellen, diese Szene wäre Teil einer Sitcom. Und nochmal -1 Intelligenz für Ellie, weil sie ihre Karte hier vergisst, auf der auch aus irgendeinem Grund ihr Versteck eingezeichnet ist, damit Abby sie später leicht findet. Klar, in jedem Storygame ist der Wurm drin, aber hier hat man so viel Plot-Convenience als auch Plot-Armor gestapelt wie in keinem anderen Spiel zuvor. Wir sehen erst viel später, dass Tommy in der Zwischenzeit ernsthafte Verletzungen erlitten hat. Ernsthafte Verletzungen, die er jetzt nicht zu haben scheint. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ist das okay? Nein, aber danke, liebes Game, dass du uns nach der Hälfte schon verrätst, wie es tatsächlich ausgehen wird. Jesse? Nun, das ist eine Möglichkeit, einen männlichen Charakter loszuwerden, der seinen Zweck erfüllt hat. Außerdem, niemand wird Jessys Tod rächen wollen oder gar traurig darüber sein. Nicht mal Dina. Am Ende war er nur ein Samenspender. Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Ich bin verwirrt. Sollte Abby dies nicht die ganze Zeit gewusst haben? Dennoch hat sie Ellie weder erkannt, noch hat sie sich an ihre Bedeutsamkeit erinnert, als sie Joel tötete. Sie wusste zwar genau, warum sie Joel töten wollte, aber die eigentliche Ursache des Geschehens wurde scheinbar aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Ich habe euch doch gesagt, dass Ellies Immunität keine Rolle in diesem Game spielen wird. Du hast meine Freunde getötet. Eigentlich haben sie selbst dazu beigetragen, aber das Game will dir etwas anderes vermitteln. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Was hast du denn gedacht, als ihr nach Jackson gekommen seid, um Joel zu töten? Dass es keine Konsequenzen hat, weil es niemanden kümmern wird? Die Hälfte des Spiels ist vorbei und wir müssen nun die zweite Hälfte als Abby spielen, ob wir wollen oder nicht. Wir erleben die letzten 3 Tage in Seattle aus ihrer Sicht und beginnen erstmal mit einem Flashback. Damit jeder, der es sich nicht schon denken konnte, erfährt, warum Abby an Joel Rache genommen hat. Außerdem, die Story dieses Games besteht genau genommen aus 6 Geschichten. Prolog, Ellies gegenwärtige Geschichte, Ellies Flashback-Geschichte, dann Abbys gegenwärtige Geschichte, Abbys Flashback-Geschichte und Epilog. Alle 6 Geschichten sind nach dem exakt gleichen Muster geschrieben worden. Ein Muster, welches wir aus den Quentin Tarantino-Filmen kennen. Es beginnt sehr langatmig, fast öde und baut sich ganz langsam auf, bis ein unerwarteter und schockierender Höhepunkt erreicht wird und von da an alles wieder runterfährt. Und das machen die ganze 6 Mal in diesem Game. Was für einen Film gut funktioniert, ist einfach nicht für ein Videospiel geeignet. Besonders dann nicht, wenn man in 6 Akten ein und dasselbe macht. Außerdem, vergesst nicht, meinen Aufwand hier zu belohnen, indem ihr auf den Like-Button haut. Okay, der Punkt geht an mich. Das ist Abbys Vater, der Mann, den Joel tötete, um Ellie vor dem Tod zu bewahren. Er soll auch der einzige Arzt sein, der ein Heilmittel herstellen kann. Also ganz klar, dass man ihn draußen rumlaufen lässt, anstatt ihn rund um die Uhr zu bewachen, damit er sich keiner unnötigen Gefahr aussetzt. Immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm! Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Dialoge wie diese nennt man auch Exposition. Jemand sagt in einem Gespräch, welche Rolle er oder sie spielt. Für das Publikum, das es sich nicht schon denken kann. Dramaturgie für Doofe, denen man alles irgendwie erklären muss. Außerdem, scheinbar ist er Veterinär, weil er sich um die freilaufenden Tiere des Zoos von Salt Lake kümmert. Und er soll der einzige Arzt sein, der an einem Cordyceps im Gehirn eines Menschen rumdoktern und dadurch ein Heilmittel entwickeln kann? Ohne wissenschaftliches Personal und Einrichtung, um einen Impfstoff herstellen zu können? Außerdem, Abby und ihr Vater werden als äußerst tierlieb dargestellt. Scheinbar haben sich die Autoren gedacht, wer Tiere mag, kann kein böser Mensch sein und dies manipulativ eingesetzt, damit man schneller Sympathie zu ihnen entwickelt. Tatsächlich ist es ein sehr billiger Weg, Leute auf seine Seite zu bekommen. Sowas kommt in der Unterhaltung häufiger vor, als ich zugeben möchte.
Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Scheinbar ist Dr. Abby Dad zu blöd, eine Biopsie durchzuführen. Andererseits ist er aber auch noch recht jung. Hier sind es 21 Jahre seit dem Outbreak und er könnte dadurch sein Medizinstudium nie beendet haben. Und falls doch, dann war er vor 21 Jahren gerade mal Assistenzarzt. Und er soll der beste Arzt sein, den die Menschheit zu bieten hat? Unwahrscheinlich. Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Dafür gibt es keine Garantie und ich muss das hier etwas genauer beleuchten. Wir wissen alle durch Corona, wie lange es dauert, einen Impfstoff zu entwickeln. Wir wissen auch, wie gefährlich es ist, in dieser Welt nebenbei draußen rumzulaufen und wilde Tiere zu pflegen. Besonders, wenn man der Einzige ist, der einen Impfstoff entwickeln kann. Wir wissen auch, dass es keine Garantie gibt, dass die Probe, die Ellie mit ihrem Leben bezahlt, überhaupt funktioniert. Was wir nicht wissen ist, wenn ein funktionaler Impfstoff entwickelt werden kann, wie wird er benutzt? Die Fireflies könnten ihn für sich behalten. Eine andere Fraktion, wie beispielsweise die WLF, könnten die Fireflies überfallen, um an den Impfstoff zu kommen. Sie könnten den Impfstoff für militärische Zwecke missbrauchen. Es gibt hier einfach zu viele Szenarien, warum das nicht gut gehen kann und Ellie umsonst sterben muss. Ich verstehe, dass die Sache den Menschen Hoffnung gibt und Hoffnung ist wichtig in diesen Zeiten, aber dafür ein junges Mädchen töten? Ach, ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... Nicht nur, dass der Arzt Marlins Frage nicht beantwortet. Er lässt uns auch wissen, dass er und die Fireflies ganz schlimme Dinge getan haben müssen und will scheinbar dadurch nun sein Gewissen bereinigen. Ich sehe hier keinen anderen Anlass, der ihn dazu bewegt, das zu tun, was er tun will. Wie sympathisch. All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Marlene fragt ein zweites Mal und bekommt wirklich keine Antwort von ihm. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Und Ellie? Willst du sie nicht wecken und es ihr sagen? Hat sie nicht auch ein Recht darauf, es zu erfahren? Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Das lässt sich einfach sagen, wenn man nicht diejenige ist. Nun müssen wir einen altbekannten Gang entlang laufen, um ein totes Familienmitglied zu finden. Das Game will unbedingt, dass wir mit Abby sympathisieren. Sie ermordete Joel, weil er ihren Vater getötet hat. Jedoch tötete Joel ihn, weil er sich bewaffnet in seinen Weg gestellt hat, mit der Absicht, Ellie zu töten. Das ist rechtlich gesehen nicht mal Mord. Es ist höchstens Totschlag mit Selbstverteidigung, um das Leben einer anderen Person zu retten. Was Abby hingegen getan hat, ist eiskalter, geplanter Mord mit Folter. Abby wird von einem Freund in ihrer Heimatbasis geweckt. Nicht nur, dass wir jetzt die zweite Hälfte des Games als Abby spielen, wir spielen sogar den exakt gleichen Ablauf wie mit Ellie zuvor. Wir gehen mit unserem Freund durch die Basis, unterhalten uns mit ihm über jüngste Ereignisse, bekommen etwas zu essen ausgehändigt, bekommen Waffen ausgehändigt, gehen dann raus und spielen erneut ein Tutorial durch. Keine Ahnung, ob ich nochmal das gleiche Spiel von eben spiele oder zwei der jüngsten Staffeln The Walking Dead schaue, die mich zu Tode langweilen wollen. Stell dir vor, du musst in dieser Welt leben, hast nur eine PlayStation Vita, auf der du nichts anderes spielen kannst als Hotline Miami. Kein Nintendo DS weit und breit. Kein Wunder, dass sich alle gegenseitig umbringen wollen. Abbys Heimatbasis befindet sich in einem Stadion, welches ihre Community zum Wohnen umgebaut hat. Fallout 4 Flashbacks erscheinen berechtigt, oder? Hey, du bist also wieder im aktiven Dienst? Man verlangt von einer hochschwangeren Frau, dass sie zu einem Einsatz mitkommt. Ich muss hier wohl nicht erklären, wie falsch das ist. Obwohl in der Fahrerkabine Platz für drei Personen ist, müssen Abby und die sich offensichtlich im achten Monat befindliche Mel hinten auf der Pritsche hocken, während Manny gleich durch das holprige Gelände fährt. Sogar der Crash durch den Angriff der Scars scheint ihr und dem Baby nichts auszumachen. Nicht nur, dass Abby von diesem Lagerregal nicht zerquetscht wird, sie hat auch ihren Hund als Plot-Armor, wenn sie eingeklemmt von einem Klicker angegriffen wird. Nachdem wir mehrere Stunden Ellie gelevelt und ihre Waffen aufgewertet haben, machen wir nun dasselbe mit Abby und fangen dabei auch ganz von vorne an. Wie kann Mel mit ihrem Bauch solche Kletteraktionen durchführen? Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei ISIS. Wir erfahren nun, dass es für die drei keinen Auftrag gibt. Nur, dass sie sich beim Anführer der WLF melden sollen. Warum sollte die hochschwangere Mel damit? Ihre Anwesenheit beim vorherigen Abschnitt war nicht mal plotrelevant. Sie musste nur mitkommen, um einiges an Exposition zu liefern. Schaut nur all diese Menschen. So viele leben scheinbar noch in dieser Welt. Die WLF rekrutieren sogar Leute für ihre Mobilmachung. Ein Grund mehr zu fragen, warum jeder von ihnen grundlos Ellie angegriffen hat. Da fällt schnell auf, dass die Autoren hier ein völlig anderes und vor allem viel besseres Szenario für Ellie hätten schreiben können. Eines, in welchem sie der WLF beitritt und so an die Leute rankommt. Das wäre wesentlich interessanter gewesen als dieser zornige Teenager-Drama-Gore-Porn, den wir stattdessen zu sehen bekommen. Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren.
Wir sollen da alles rausholen. Jeder dieser Leute, die von Ellie getötet werden, begegnen vorher Abby und erzählen davon, dass sie an die Orte gehen werden, wo Ellie sie töten wird. Das kommt einem irgendwie wie eine Rechtfertigung vor, warum sie erst hier und später woanders sind. Ich will den Autoren nicht unterstellen, dass sie glauben, die Spieler wären zu blöd, sich selbst einen Reim darauf zu machen, aber ich muss es hier den Autoren unterstellen. Ich muss euch beiden was zeigen. Kommt, das müsst ihr euch ansehen, Klischee. Oh, scheiße. Es ist Danny. Wer war nochmal Danny? Die WLF führten erst Krieg gegen die Fedra und nun gegen die Scars. Sie scheinen so richtige Warmonger zu sein. Sie foltern sogar ihre Gefangenen. Könnt ihr euch vorstellen, was die gemacht hätten, würde es tatsächlich einen funktionierenden Impfstoff geben? Wir müssen sie alle vernichten. Genozid. Da braucht Isaac eigentlich keinen Apfel mehr essen, um mehr wie ein Arschloch auszusehen, macht es aber trotzdem. Außerdem, woher haben die Äpfel zu dieser Jahreszeit? Sie können ja schlecht welche importiert bekommen. Jetzt sehen wir den zweiten Abby-Flashback. Er erzählt die Geschichte ihrer jungen Romanze zu Owen, was mich ehrlich gesagt null interessiert. Nicht, weil diese Leute Joel umgebracht haben bzw. es tun werden, sondern weil sie langweilige und uninteressante Figuren sind. Man will uns hier eine öde Backstory aufzwingen. Etwas, das mich nicht interessiert und auch sonst nichts dazu beiträgt, irgendwie sinnvoll für diese Geschichte zu sein, außer ein lang erwartetes Videospiel unnötig in die Länge zu ziehen, wobei es so viel besser hätte sein können. Außerdem, obwohl Abby unter Höhenangst leidet, ist sie dennoch irgendwie in diese Gondel eines Riesenrads gestiegen. Jemand, der ernsthaft unter Höhenangst leidet, wäre niemals gesprungen. Au, au, au! Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Ja, aber du liebst diesen Spinner. Skip! Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Das wisst ihr nicht. Es ist etwas Zeit vergangen und Joel könnte tatsächlich auch schon tot sein. Ihr wisst an diesem Punkt ja nicht mal, wo er sich aufhält. Außerdem, nachdem sich die Fireflies aufgelöst haben, also noch bevor ihr der WLF beigetreten seid, wart ihr frei und hättet ihn sofort nach der Tat verfolgen können. So wie Ellie es im Grunde gemacht habt, nachdem ihr Joel ermordet habt. Warum habt ihr das nicht gemacht? Was hat euch aufgehalten? Der Grund, warum Abby zum Aquarium geht, um dort Owen zu finden, ist, dass er den Ort für sich beansprucht hat. Er hat dort sein eigenes Reich erschaffen. Ich bin erstaunt, dass ihm das überhaupt erlaubt ist. Er scheint neben Abby zu Isaacs Top-Offizieren zu gehören und darf einfach wohnen, wo es ihm beliebt. Im gesamten Spiel findet man immer wieder Wandbemalungen, welche die Prophetin des Gas preisen. Ich habe so langsam das Gefühl, dass der mysteriöse Kantenmaler die Seiten gewechselt hat und nun zu ihnen gehört. Von Scars ausgenockt werden führt zu Flashbacks. Das hat schon langsam Lara Croft-Niveau. In diesem dritten Abby-Flashback bekommen wir das zweite Bogenschieß-Tutorial in diesem Game, für den Fall, dass die Spieler vergessen haben, wie das geht. Wenn ich diese ganzen Lichterketten hier sehe, frage ich mich, woher Owen Strom bezieht. Sicher kann hier irgendwo ein Generator sein, aber der muss regelmäßig mit Benzin gefüllt werden, welches jetzt nicht mehr funktionieren sollte. Angenommen, die WLF stellen eigenes Biodiesel für ihre Fahrzeuge her. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihm etwas davon in seine Residenz liefern? Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Skip! Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Und die haben euch das einfach so erzählt? Man wird sie nicht gefoltert haben, nur weil sie Fireflies waren. Immerhin wart ihr selber welche. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Ich bin mir hier nicht sicher, ob Abby diesbezüglich die Wahrheit sagt. Isaac wirkt nicht wie jemand, der das erlauben würde. Und falls doch, ist er kein besonders guter Anführer. Ihm sollte klar sein, welche Konsequenzen solch eine Hexenjagd haben kann und dass man dadurch auch Leute verlieren könnte, die man dringend braucht. Wir sehen wieder eine Szene, die wir aus dem Trailer kennen. Hier sollen ein paar Scars Abby aufknüpfen. Das wird allerdings durch zwei Kids verhindert, die wie ein Deus Ex Machina hier aufkreuzen, um Abby ihre Plot Armor zu bringen. Wo ist die andere Abtrünnige? Was? Wen meinst du mit die Abtrünnige? Lev ist doch ein Junge, oder? Oder bezieht sich das die auf die Tatsache, dass Lev von Ian Alexander gespielt wird, welcher wirklich Transgender ist? Macht irgendwie Sinn, weil Levs Backstory sich ja auch auf Transgender bezieht. Irrt sich, weil Abby viele Transgender-Vorwürfe von den Fans bekommen hat, obwohl der wahre Transgender-Charakter nicht sie, sondern ihr späterer Sidekick ist. Das ist eine ziemlich hohe Feuerrate für einen einzigen Bogenschützen. Schneid sie ab. In diesem Game spielen mehr Asiaten mit als Schwarze. Du! Ist das da etwa mein Rucksack? Wenn man von Feinden in einem Game gefangen genommen wird und sich befreit, wird die Ausrüstung meist in unmittelbarer Nähe aufbewahrt. Aber nicht in diesem Game. Hier wird sie uns von einem Boss gebracht. Ich muss hier einen Punkt für dieses Plakat abziehen. Alleine weil es zeigt, wie man sich und andere vor viralen Ansteckungen schützt. Sieh nach, ob Infizierte da sind. Oh, geht nicht auf! Geht die auf? Nein! Natürlich ist die dritte von drei Türen die einzige, die sich öffnen lässt. Danny ist tot. Wer war nochmal Danny? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden. Und seine Waffe liegt da.
und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Machen wir eine ganze Szene, in welcher Owen darüber spricht, wie Danny starb. Wer war nochmal Danny? Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Owen will desertieren und verbleibende Fireflies in Santa Barbara finden. Für Abby kommt das nicht in Frage bis, naja, später, wenn es für sie in Frage kommt. Keine Ahnung, wie man von einer gewalttätigen Auseinandersetzung plötzlich zu Sex kommt. Scheinbar macht Brutalität hier einige ziemlich geil. Die Autoren mochten diesen Gang des Schicksals so sehr, dass sie ihn ein zweites Mal eingebaut haben. Außerdem, dieser Albtraum ist nun Abbys Motivation, diesen beiden Scars-Kindern zu helfen, was übrigens der Mittelpunkt ihrer Story sein wird. Sie sind das Plot-Device für Abbys Charakterentwicklung, da es neben der Romanze mit Owen nichts anderes gibt, was ihren Charakter vorantreiben könnte. Woher hat Lev diese Pistole? Keine Ahnung, wie Abby die verletzte Yara zum Aquarium trägt. Der einzige Weg hierher war sogar für Abby alleine ein ziemlicher Parcours. Ich wollte es säubern und versuchen. Der Knochen ist zerschmettert. Das Compartment-Syndrom. Yaras Arm ist so stark verletzt, dass er amputiert werden muss. Jetzt müssen wir die dafür notwendige Ausrüstung besorgen und das zieht sich hin. Nicht nur, dass wir hier Days Gone-Flashbacks bekommen, wir müssen später auch noch mit ansehen, was für eine Zeitverschwendung diese Bemühung doch war. Nun ist Lev unser Sidekick. Ich nenne ihn auch gerne Junge. Nicht nur, weil er der gleiche Sprecher ist wie Junge in God of War, er hat auch die exakt gleiche Rolle wie Junge in God of War. Die Abtrünnige! Es ist Lily! Sie nennen Lev wieder die Abtrünnige und nun sogar auch Lily, obwohl er eindeutig ein Junge ist. Ich habe absolut kein Problem mit Transgeschlechtlichkeit, außer hier, wo es mich verwirrt AF. Hast du gehört, wie sie mich nennen? Ja. Willst du mich was drüber fragen? Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. So viel zum Thema, wir thematisieren Transgender, ohne das Thema zu behandeln. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Es ist in der Tat ziemlich praktisch, dass diese Ausnahme der Regel wie eine Entschuldigung klingt, die man nicht anders begründen kann. Jemand, der ernsthaft unter Höhenangst leidet, würde niemals solch einen Balanceakt hinlegen. Man würde, wenn überhaupt, eher drüber kriechen. Beide überleben dies. Sie werden nicht mal durch Glassplitter verletzt. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Ich nutze diese Sekunde, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese gemeinsame Mission einzig dazu dient, eine Beziehung zwischen den beiden aufzubauen. Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Religiosismus? Hier, ich habe dir eine Gasmaske besorgt. Sie ist von einer Leiche, also höchstwahrscheinlich kontaminiert und die Filter sind bestimmt auch schon durch. Okay, weiter gehst du nicht. Aber warum? Weil sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Wisst ihr was? Ich mag die beiden. Also zusammen. Sie verkörpern das, was Ellie und Joel einmal waren. Ich mag Lev sogar am meisten von allen in diesem Game. Was ich nicht mag, ist die Tatsache, dass diese Story eher eine Nische bedient, aber für den Massenmarkt beworben wurde und teilweise die Spieler auch wie die breite Masse behandelt, während man im Game selbst Anspielungen eingebaut hat, in welchen man sich darüber lustig macht, wegen diesem Spiel einen Shitstorm zu bekommen, obwohl man es für eine Masse gemacht, anstatt in seiner Nische gelassen hat. Das ist, als würde ein großer YouTuber mit Millionen von 12-jährigen Abonnenten plötzlich anfangen, anspruchsvolle und reife Inhalte zu erschaffen, um dann zu sagen, dass die Hälfte seiner Abonnenten dämliche Idioten sind. Wer den Vergleich jetzt nicht versteht, sollte wissen, dass ich hier von Sony spreche. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo... Abby, Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Scheinbar wird aus den 2 Stunden, um Yara zu retten, nichts. Aber keine Angst, sie wird es trotzdem schaffen, auch wenn sie deutlich über dem Zeitlimit liegt. Sie wird von Nora befreit, die plötzlich wieder da und bereit ist, gegen Isaacs Befehle zu verstoßen und Abby aus irgendeinem Grund nicht mal bewacht wird. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Das sollte Isaac auch selbst herausfinden können. Er hat ja bereits angemerkt, dass Nora Abby alles erzählt und sie eng befreundet sind. Aber soweit kommt es nicht mal mehr. Dank Ellie. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Es wird total überwuchert sein. Wie können die Infizierten da unten über 2 Jahrzehnte überleben, ohne zu verhungern, wenn das Spiel bereits erklärt hat, dass sie auch essen müssen? Jetzt bewegen wir uns aber ganz schön ins Resident Evil-Territorium, oder? Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Wie praktisch, dass dort Boote stehen und ihr nicht den ganzen Weg zurück über die Himmelsbrücken gehen müsst.
Die Entwickler mochten diesen Gang des Schicksals wirklich so gerne, dass sie ihn ein drittes Mal eingebaut haben. Dieser zeigt uns, dass sie über den Tod ihres Vaters hinweg ist, weil sie nach der Ermordung Joels zwei Kindern geholfen hat. Worüber streiten sie sich? Lev rannte davon, weil er sich den Kopf rasiert hat, will aber nicht nach Santa Barbara mitkommen, weil seine Mutter noch beim Kult ist. Was war sein Plan? Irgendwo alleine in Seattle leben und wenn nötig gegen zwei verschiedene Fraktionen plus Infizierte kämpfen? Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Abby hat gerade ihr Leben riskiert, um Yaras Leben zu retten. Was gibt es da zu zweifeln? Owen ist jetzt auch nicht der Typ, der dieses Drama wert ist. Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby. Nicht, dass ich Mel hier uneingeschränkt recht gebe, aber ich bin froh, dass es mal jemand hier gesagt hat. Was macht der Arm? Ist nicht da? Hat Lev sich beruhigt? Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Du hast gerade am Ende des Ganges mit Lev gestritten. Wie kannst du ihn da aus den Augen verloren haben? Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte Lev nicht daran gedacht haben, bevor er weglief? Er läuft weg und wir müssen ihn jetzt suchen. Fühlt sich an wie eine Ausrede, um Abby am dritten Tag in Seattle etwas zu tun zu geben. Wobei Owen am ersten Tag zu finden und für Yara am zweiten Tag medizinische Ausrüstung zu besorgen, sich ebenfalls wie eine Ausrede angefühlt hat. Ein weiteres Mal spielt Abby mit ihrem Hund und zeigt Yara sogar, wie das geht. Leider wird die Spielerei mit dem Hund hier für manipulative Zwecke missbraucht. Als billiger Weg, die Herzen des Publikums zu gewinnen. Ich glaube, ich habe das zwar schon erwähnt, wollte es aber nochmal sagen. Für die Leute, die sowas vergessen und sich damit einlullen lassen. Nicht persönlich nehmen. Ich weiß, dass viele gerne etwas vorgemacht bekommen und das ist auch okay. Hat einige Menschen auf YouTube ja auch sehr weit gebracht. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich glaube, hier sprechen die Autoren durch Yara und wollen euch sagen, wenn ihr das Spiel scheiße findet, haltet lieber eure Fresse. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. WTF? Also hat der Kult Lev Transgender gemacht? Seltsam. Konservative Religionen erlauben es für gewöhnlich nicht, dass Frauen Soldaten werden. Dennoch wurde Yara Soldatin, während Lev eine Braut werden soll. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Nein, ist sie nicht und Mel hat recht. Vorsätzlicher Mord ist keine leichte Angelegenheit. Man gewinnt keine Sympathie oder bekommt eine zweite Chance, nur weil man plötzlich etwas Gutes tut. Man muss schon etwas Reue zeigen. Wer mir nicht glaubt, soll sich mal an einige bestimmte YouTuber und deren Fauxpas erinnern. Da wurden echte Menschen für weniger gehasst und es hat sich auch nicht geändert, bis sie ein Entschuldigungsvideo hochgeladen haben. Sie dachte, ich meine das ernst. Kenne ich von meinen Videos. Ich und Kinder. Ja, da habe ich auch so meine Probleme mit. Du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Abby kann Owen nicht nach Santa Barbara begleiten, weil Mel das nicht zulässt. Was ist ihr Plan? Irgendwo allein in Seattle leben und wenn nötig gegen zwei verschiedene Fraktionen plus Infizierte kämpfen? Lev! Komm zurück! Lev! Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mama. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wie willst du ihn aufhalten? Er hat das einzige funktionierende Boot und ist bereits auf dem Weg zur Insel. Du musst erst zum Yachthafen, um ein neues zu bekommen. Bleibe auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Das Spiel will ich nur vorübergehend als Sidekick entlassen, damit Manny, der gleich aus dem Nichts erscheint, nur vorübergehend den Job übernimmt. Aber auch nur, um ein loses Ende zusammenzubinden, damit ihr gleich weitermachen könnt und Abbys Plot auf euch beide fixiert bleibt. Runter! Und da ist er auch schon. Das aus dem Nichts kommende lose Ende und bringt Abby sogar ihre Plot-Armor, damit sie von Tommy nicht weggesniped wird. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Sie werden diese Insel auch angreifen. Nur seltsam, dass Manny alleine gegangen ist, um den Scharfschützen auszuschalten. Seltsam, wenn man bedenkt, wie groß dieser WLF-Angriff angelegt ist. Manny sagt jetzt zwar auch, dass er noch jemanden dabei hatte, aber nur zwei Leute, um die Boote für eine Großoffensive klarzumachen, ist echt etwas dünn. Aber da wären wir wieder mit dieser hier äußerst üblichen Plot-Convenience, die es mir echt schwer macht, dieses Game ernst zu nehmen. Außerdem etwas seltsam, dass Tommy hier sniped und damit die Aufmerksamkeit der WLF auf sich lenkt, anstatt sich auf seine Zielperson zu konzentrieren, welche hier nur rein zufällig vor seinen Lauf erscheint. Wegen Plot. Scheiß drauf. Lass. Ah!
Tommy überlebt dies. Und dies. Außerdem, wo ist Yara plötzlich hergekommen? Ach ja, ich vergaß. Das Game teleportiert Charaktere und Plot-Armor, wenn immer es nötig ist. Ich hoffe hier auf eine Extension, in der man mit Tommy spielen kann und seine Seite der Geschichte erlebt. Andererseits, ein Game mit einem weißen, heterosexuellen Mann als Hauptcharakter kommt für Druckmann und Gross bestimmt nicht in Frage. Wer war das? Spielt keine Rolle. Abby hat Tommy definitiv erkannt und weiß jetzt auch, dass jemand hinter ihr und ihren Freunden her ist. Sie sollte zum Aquarium zurückgehen, um Mel und Owen zu warnen. Abby fährt trotzdem zur Insel der Scars. Man sieht dort auch die Space Needle. Was seltsam ist, weil die Space Needle sich auf dem Festland befindet und das Seattle Aquarium in unmittelbarer Nähe. Ein Blick auf Google Maps reicht aus. Es ist sogar auf der Touristenkarte im Spiel so abgebildet. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja. Das hat mir mein Freund gesagt. Genau genommen hat dir Isaac dies gesagt, vor 2 Tagen bei der Besprechung mit ihm. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken, die meisten kämpfen. Nicht wirklich. Hier ist zwar keiner, aber ein Stück weiter befinden sich Unmengen von Scars und patrouillieren durch die Pampa, anstatt zu kämpfen. Lev hat sein Problem gelöst, indem er seine Mutter versehentlich getötet hat, bevor Abby und Yara hier eingetroffen sind. Ein emotionaler Konflikt, der weder bei Lev noch bei Yara lange anhalten wird. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein. Kampfgeräusche, von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Es wäre tatsächlich sinnvoller, zurückzugehen, alleine weil dort weniger Kämpfe stattfinden als vor ihnen. Aber hey, ihr kennt den Plot. Hier lang. Hab eine! Ja! Toll, ich habe in diesem Game über 2 Stunden investiert, um Yara zu retten, nur um sie jetzt sterben zu sehen. 1. Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Ich bin doch nicht tot, Klischee. Sie ist tot. Oh mein Gott, sie ist tot. Sie gab ihr Leben für eure Plot-Armor. Lev, wo sind die Boote? Bei den Docks. Hinter dem Feuer. Dann sollten wir dahin, ehe alle weg sind. Ja klar, geht dorthin, wo es am schlimmsten ist. Für die geringe Chance, ein Boot zu finden, mit dem ihr entkommen könnt, anstatt das zu nehmen, mit dem Abby gekommen ist. Klingt alles sehr vernünftig und logisch. Würde ich auch so machen. 10 von 10, Meisterwerk. Wir nähern uns dem Abby-Finale. Woran man das erkennt? Das Spiel stellt jetzt Unmengen von Gegnern in den Weg. Hier sogar von beiden Fraktionen, die sofort auf dich schießen, wenn sie dich sehen und ihre eigentlichen Gegner ignorieren werden. Abby überlebt dies. Unverletzt. Seinen Rucksack in einer Zwischensequenz zu verlieren, bedeutet alle Waffen zu verlieren. Auch die Pistole am Beinholster. Hammer und Sichel? Interessante Wahl für diesen Kampf. Lev lässt sich Zeit, Abby bei diesem Kampf zu helfen. Er schießt erst, wenn Abbys Gegner die Oberhand gewinnt. Ist dir kalt, Junge? Hier, ich lege dir meine pitschnasse Jacke um. Das wird dich warm halten. Wärst du doch bloß zurückgegangen und hättest sie gewarnt. Du wusstest, dass euch jemand wegen der Sache in Jackson jagt. Der einzige Grund, warum Abby sofort Ellies Versteck findet, ist die Karte, welche Ellie hier liegen lassen hat, nachdem sie darauf alles eingezeichnet hat. Abgesehen davon könnte das auch mit Absicht passiert sein, um Abby eine Falle zu stellen. Ist es aber leider nicht und Abby geht auch keine Sekunde davon aus, dass es so sein könnte. Was allerdings zu einem interessanteren Ende geführt hätte. Ja, verdammt. Hier sehen wir nochmal, wie Abby ist. Sie stellt nicht mal Fragen und schießt sofort los, ohne zu wissen, wie viele Leute hier sind. Das ist nicht nur dumm, sondern sehr übertrieben. Warum nochmal soll sie die Gute sein? Weil sie Tiere mag, weil sie Kindern hilft, weil sie auch nur ein Mensch ist, der jemand verloren hat? Tommy überlebt dies. Dieser Bosskampf gegen Ellie fühlt sich falsch an. Ich hätte es gerne andersrum gehabt, aber Abby ist ja hier nicht die Böse, ne? Dina erscheint hier plötzlich als Ellies Deus Ex Plot Armor, damit Lev sofort danach gleiches für Abby ist. Sie ist schwanger. Gut. Seht ihr, sie hätte Dina getötet. Eiskalt, trotz schwanger. Aber Lev verhindert es als Engelchen auf Abbys Schulter. Komm mir nie wieder unter die Augen. Abby verzichtet auf ihre Chance, es jetzt und hier zu beenden, damit es weitergehen und schlimmer werden kann. Ungefähr 1 Jahr später leben Dina, ihr Baby und Ellie glücklich zusammen in einem Landhaus. Dies ist der unnötigste Epilog seit Red Dead Redemption 2. Ich hoffe sehr, dass sowas kein Trend in Videospielen wird. Ein extra langgezogenes Ende, nur um die losen Enden zusammenzubinden. Ja, na also. Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Das ist genau die Stelle, bei der sich viele gewünscht haben, dass es hier zu Ende ist. Aber das wäre zu cheesy. Naughty Dog ist noch lange nicht fertig mit Ellie. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Am besten, du fängst da an, wo Teil 1 begann und hörst da auf, wo Teil 1 zu Ende war. Das ist am besten.
Ellie, hör bitte auf, so horny zu sein. Es ist ein Kind anwesend. Die mochten den Gang des Schicksals sogar so sehr, dass ihn gegen Ende auch Ellie nochmal gehen darf. Tommy bekam einen Pfeil ins Knie und eine Kugel in die Schläfe. Dina bekam einen Pfeil in die Schulter und war schwanger. Ellie wurde zu Matsch geschlagen. Wie sind die drei mit Jessys Leichnam nach Jackson zurückgekommen? Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand in Kalifornien war, dort Abby traf, dann den ganzen Weg nach Wyoming reiste und zufällig Tommy traf, um ihm davon zu berichten. Es hat Jahre gedauert, bevor Abby einen Hinweis zu Joels Aufenthaltsort bekam. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Die Autoren zerstören Tommys Charakter jetzt völlig. Er ist durch 4 verschiedene Ebenen gegangen, was die Rache von Joel angeht. Erst wollte er nicht, weil man dafür zu viele Leute abbestellen müsste. Dann hat er sich alleine davon geschlichen. Dann hat er darauf verzichtet, Rache an Abby zu nehmen und jetzt will er wieder Rache, aber kann es wegen seiner Verletzung nicht selbst erledigen und verlangt es nun von Ellie, die an diesem Punkt eindeutig an posttraumatischer Belastungsstörung leidet. Die Autoren hätten Tommy im Theater töten sollen, brauchten ihn aber noch als Arschloch-Trigger für ein Ende, das ziemlich enttäuschend ist. Wieder ein Flashback, wieder ein Zeitsprung. Diese Narrative und ihre Flashbackception machen mich irre. Ist okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Scheiße, ich brauche deine Hilfe nicht, Joe. Wenn es das Ziel der Autoren war, Ellie als solch eine widerliche Bratze darzustellen, Glückwunsch. Ihr habt es geschafft. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss das beenden. Wir sind eine Familie. Abby hat den Vater deines Kindes getötet. Du warst sogar schon vor Rache, als es dich nicht mal selbst betroffen hat. In einer anderen Timeline sind Abby und Lev in Santa Barbara und suchen nach den Fireflies. Sie finden ein Funkgerät in einem Haus, in welchem es keinen Strom geben sollte. Der Funkspruch der beiden wird von den Rattlers abgefangen, worauf diese sofort auf der Bildfläche erscheinen, um die beiden einzusacken. Etwas spät, um eine neue antagonistische Fraktion vorzustellen, oder? Auch sonst fühlt sich dieses ganze Santa Barbara-Segment an wie ein DLC. Ein bisschen zu viel für diesen bereits langgezogenen und überfüllten Plot. Diese Typen tragen übrigens Polizeiwesten und fangen random Leute ein, um sie als Sklaven zu halten. Seltsame politische Message zu der Zeit, als das Spiel rauskam. Abby sollte von Ellie gelernt haben, dass man keine Informationen über den eigenen Aufenthaltsort einfach rumliegen lässt. Außerdem, Abby und Lev haben hier schon eine Weile gelebt, sind aber scheinbar zuvor nie Redline begegnet, obwohl Ellie direkt in einer ihrer Fallen hineinläuft. Jetzt hat Ellie ein Loch im Torso, verblutet aber nicht daran, obwohl sie eine Weile hier rumhängt. Auch sonst verliert diese Verletzung schnell ihre Bedeutung. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir die Hose gemacht. Das ist einer der besten Momente in diesem Game. Endlich nutzt Ellie ihre Immunität zu ihrem Vorteil und ist so frech, wie wir es von früher kennen. Jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Ho, ho, ho. Warum haben die ihre Waffenschränke direkt gegenüber ihrer Arrestzellen und Boote direkt dort, wo sie Leute an einem Pfahl binden? Ellie befreit Abby und Lev, damit sie Abby zu einem letzten Kampf herausfordern kann, der nicht mal fair ist, weil Ellie ihr Messer benutzt und Abby an Unterernährung leidet. Sie zwingt Abby sogar zu diesem Kampf, indem sie ihr droht, Lev zu töten. Ellie ist hier sehr tief gesunken. Mit Absicht. Die Autoren haben einen doppelten Racheplot geschrieben, um uns zu sagen, wie schlecht Rache ist. Etwas, das wir alle bereits wissen. Das ist, als würdest du jemanden vergewaltigen, um zu zeigen, dass Vergewaltigung schlecht ist. Genau das hat man hier getan. Man hat die Charakter dieser Reihe vergewaltigt, um eine moralische Botschaft zu übermitteln und die Erwartungen der Fans hochgeschraubt, um sie am Ende zu enttäuschen. Abby bekam ihre Rache, auf einem Silbertablett serviert. Sie kann mit Lev gehen und weiterleben, ohne jemals Reue für ihre Tat gezeigt zu haben. Während Ellie alles verliert. Dina, das Baby und sogar 2 Finger, damit sie jetzt nicht mal mehr Gitarre spielen kann. Das Einzige, was sie noch mit Joel verbunden hat. Ein Ende, das Ellie nicht verdient und ein Videospiel, welches uns am Ende nicht mal eine Wahl gegeben hat. Nur einen bitteren Zweikampf, wie wir ihn schon aus einigen Metal Gear Solid Spielen kennen und eine letzte Nahaufnahme des Product Placements. Ich bin immun. Ich glaube, ich bin schwanger.